Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, ich sitze heute im Honda e mit der sogenannten, ich muss mal nachschauen, mit der Advance-Ausstattung. Da ist also reichlich was, 360-Grad-Kamera, Rückfahrkamera. Oben habt ihr hier ein Panoramadach. Also er ist gut ausgestattet, würde jetzt hier kosten 38.400 Euro. Ich möchte mich nochmal bedanken an das Autohaus Kummig in Nürnberg, die mir das Fahrzeug kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Gehen wir mal kurz auf das Auto ein. Das Auto hat 150 PS verbaut, hat ein Drehmoment von 315 Newtonmeter und hat hinten einen Heckantrieb, was mir richtig Spaß macht. Das kenne ich von meinem Tesla, der hat auch Heckantrieb. Also aus den Kurven raus beschleunigen, da drückt sich richtig rein. Also das macht richtig Spaß. Wir haben hier verbaut eine 35 Kilowattstunden Batterie. Ist eine relativ kleine Batterie. Ich sehe da auch eher das Einsatzgebiet über Land und Stadt. Wir fahren aber trotzdem heute Autobahn. Ansonsten kennt ihr ja meine Tests. Ich fahre immer auf der A3 hier Richtung Regensburg. Normalerweise immer 130 nach GPS. Wir werden es aber heute so machen, dass ich 100 km/h fahre, weil der Akku doch relativ klein ist. Ich bin jetzt hier noch am Aufladen auf 100%. Und dann fahren wir die Strecke, fahre ich wieder runter bis auf 1%, das seid ihr ja gewohnt. Und anschließend werde ich für euch dann ein Ladevideo machen. Ja, wie weit kommt er denn laut WLTP? 222 Kilometer. Ihr wisst, ich halte von dem WLTP-Test gar nichts. Ich möchte es ganz selber testen für euch. Und dann schauen wir mal, was heute rauskommt. Verbrauch ist angegeben 18 bis 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Hier hängt es natürlich immer davon ab, welches Höhenprofil habt ihr, wie kalt ist es draußen, regnet es, wie schnell fahrt ihr. Und es sind so viele Faktoren, was damit reinspielt. Ich werde heute wieder die Klimaanlage ausmachen, werde die Lüftung auf 3 setzen. Werde 20 Grad einstellen, den Drive Mode, er hat ja nur zwei Drive Mode, einmal ein Sport und ein Normal. Ich werde jetzt für euch den Normalmodus wählen. Rekuperationsstufen hat er 4, da werde ich die zweite einstellen, die ist für mich jetzt am angenehmsten. Den Tacho natürlich wieder zurücksetzen. Ja, ansonsten innen wunderschön. Also ihr habt hier ein Display, das von links nach rechts geht, habt jeweils rechts und links digitale Außenspiegel, was ja hochinteressant ist. Und ja, von 0 auf 100 beschleunigt das Fahrzeug in 9 Sekunden und fährt 145 km/h Spitze. Finde ich ausreichend für so ein Fahrzeug, ist ja ähnlich wie der Peugeot 208 und der Corsa. Mit dem werde ich morgen wieder auf die Strecke gehen. Wir machen wieder einen keinen Vergleichstest, sondern wir wollen mal wieder rausfinden, wo sind die Ladeverluste. Als Zuckerbrot dazu hat man natürlich dann auch den Verbrauch und bei 150 km/h kommen die Fahrzeuge natürlich auch an ihr Limit. Da bin ich ja mal gespannt, wie weit wir kommen. Das Fahrzeug, wo wir hier drin sitzen, wiegt 1514 Kilo und wir haben eine Zuladung von 341 Kilo. Die Maße, Länge 3,90 Meter, also richtig kleine Stadtflitzer, Breite 1,75 Meter. Also das kommt schön in die Parklücke rein und die Höhe 1,51 Meter finde ich jetzt relativ hoch. Ich sitze auch hier etwas höher, also schon ein bisschen SUV-like und ansonsten habt ihr einen schönen Rundumblick. Kofferraum liegt bei 171 bis 861 Liter. Das hängt natürlich immer davon ab. Ihr könnt hinten die Rücksitzbank umklappen, dann kriegt ihr 861 Liter in das Fahrzeug reingepackt. Garantie ist ganz wichtig, ist ja wassergekühltes Fahrzeug, also der Akku wird euch permanent warm gehalten, was ja schön ist. Also wenn er zu warm werde, die Akkuzellen, dann würde er eben über die Kühlung, Wasserkühlung dann auch runtergekühlt, beziehungsweise dann auch erwärmt im Winter. Bis 160.000 Kilometer, mittlerweile fast Standard, haben fast alle Elektrofahrzeuge. Und wie gesagt, Preis beginnt ab 32.997. Ich habe euch ja gesagt, wir sitzen hier in der Advance-Ausstattung mit den 16 Zoll und wir kommen hier auf Metallic-Perllackierung, das ist so ein Grau ist es, kommen wir auf 38.400. Da gehen ja dann noch die Prämien weg, dann kommt er unter 30.000 Euro. Recht attraktives Angebot. Ja, ich denke, soweit vorab mal ein paar Informationen für euch. Ich werde jetzt für euch zum einen mal um das Auto rumlaufen. Ihr könnt euch mal das Auto jetzt in Ruhe anschauen. Ich werde mal ein bisschen
von außen mal die Aufnahmen. Dann werde ich innen noch ein bisschen fotografieren. Ich werde euch mal auch das Display ein bisschen, wenn es an ist, fotografieren. Als Zugabe kriegt ihr dann noch Drohnenaufnahmen. Heute war das Wetter ein bisschen schlechter, aber ich hoffe, dass morgen die Bilder, dass ich die in den Kasten bekomme und dann packen wir euch da noch Drohnenaufnahmen rein. Ja, soweit. Ich bin jetzt hier bei 98%. Ich lade jetzt noch das Fahrzeug auf 100% auf und spiele hier noch mal ein bisschen mit dem Display rum. Ihr habt ja zwei Displays, einmal rechts und einmal links. Für den Beifahrer dann noch mal ein extra Display, was ja hochspannend ist, weil meine Frau ist heute auch mal das Fahrzeug gefahren und ich war dann Beifahrer und konnte da ein bisschen an dem rechten Display rumspielen. Also finde ich schon eine coole Geschichte. Und ja, ihr werdet wieder dabei sein. Ich werde die GoPro, wie ihr es gewohnt seid, wieder vom Display ab abfilmen. Ihr könnt also die ganze Fahrt mit beobachten, wie es dann auch, ja, wie ist der Verbrauch bei der Geschwindigkeit und das könnt ihr dann alles mit anschauen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und am Schluss wisst ihr ja, ich gebe mal wieder eine Schulnote ab. Da spielt dann die Ladeleistung, die Reichweite und der Verbrauch mit rein. Das sind meine drei Kriterien, die teste ich eigentlich immer und dann gebe ich dann Noten ab. Ich werde euch das dann auch mitteilen und wünsche euch jetzt viel Spaß und bis später.
Der kleine Japaner mit namens Honda E begibt sich für euch auf die Autobahn. Eine kleine Reise mit 100 km/h nach GPS. Ich habe das Fahrzeug 100% aufgeladen und er gibt mir hier einen Schätzwert von maximal 213 km, was ich mit dem Fahrzeug theoretisch zurücklegen könnte. Ihr habt unten drunter, eins habt ihr dann jeweils die Kilowattstunden auf 100 Kilometer, im Moment rund 23, was er hier verbrauchen würde. Eins drunter habt ihr eine optische Skala, die dann immer ausschlägt, wenn ihr einen höheren Verbrauch habt und die gefahrenen Kilometer. Jetzt werde ich für euch die Einstellung vornehmen für die genauen GPS-Daten. In der Regel sind es 100, wenn ich 100 fahre, ungefähr 2 bis 3 km/h mehr. In dem Fall 103 mit Tempomat dann dauerhaft gefahren. Zum Thema Spurhalteassistent. Er ist ganz unkompliziert. Er hält sehr schön die Spur und ist auch nicht unruhig. War sehr, sehr positiv. Also das muss man wirklich rausnehmen. Und auch den Abstand zum Vordermann habe ich jetzt in dem Fall auf 1 gewählt. Das kann man ja stufenweise einstellen, wie nah man an den Vordermann ranfährt. Hat wunderbar geklappt. Auch der Tempomat hält also konstant immer seine Geschwindigkeit zwischen 1 und 2 km/h. Das ist also gut. Ja, mittlerweile 157 Kilometer Schätzwert noch und gefahren bin ich mit dem Fahrzeug 34 Kilometer. Das Fahrzeug war relativ neu, ist 2300 jetzt 48 Kilometer. War gar nicht so leicht, das Fahrzeug zu bekommen. Es sind sehr viele Probefahrten auf dem Honda E. Das Interesse scheint doch riesig zu sein. Auch ich habe mich gefreut auf die Fahrt und bin jetzt doch mal ganz glücklich, hier euch mal so eine simulierte Fahrt, 100% bis jetzt mal wirklich ganz runter. Ich versuche es wirklich auf 1 bis 2% runterzufahren. Auch die Schildererkennung klappt wunderbar. Er erkennt es frühzeitig und sollte die Geschwindigkeit aufgehoben sein, würde er das euch auch anzeigen. Habe ich schon schlechter gesehen. Thema Fernlicht, Automatik nehme ich nicht auf der Autobahn. Vielleicht mal kurz unterbrechen. Wir haben jetzt hier die Lautstärke im Fahrzeug. Die messe ich dann immer während der Fahrt. Hier liegen wir in einem Bereich, der gut ist, mit rund 60 bis 61 dB. Das Ganze in Höhe Mittelkonsole, ungefähr Mitte des Fahrzeuges gemessen. Nochmal zurückzukommen. Fernlicht, ich nehme es nicht auf der Autobahn. Man kann ja das automatisch auch noch einstellen. Problematisch sehe ich das, wenn der LKW mich von der Gegenseite dann immer, ja, er benutzt dann selber das Fernlicht. Es stört ihn einfach. Und deswegen benutze ich dieses Fernlicht jetzt hier auf der Autobahn nicht. Ich finde es ganz sinnvoll auf der Landstraße, wenn es vielleicht etwas kurvig ist und man muss ein bisschen vorausschauender fahren, da finde ich es gut. Auf der Autobahn finde ich es einfach nur störend. Ja, Akkukapazität mittlerweile bei 64%. Ich werde heute mal keine Musik einspielen, ihr werdet euch sicherlich wundern. Ihr seht jetzt auch oben links, er zeigt mir sogar zwei Schilder an. Das wusste ich jetzt auch nicht, das sehe ich jetzt das erste Mal hier. Und zwar, wenn ich überholen Verbot hätte, würde er mir das oben dann auch in zwei verschiedenen Schildervarianten anzeigen. Finde ich sehr gut, habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Also technisch gesehen ist das Auto wirklich auf dem aktuellen Stand. Außentemperatur 19 Grad, es bleibt doch relativ stabil. Und mittlerweile 84, 85 Kilometer gefahren. Der Verbrauch ist erstaunlich gut bei 15,0. Ich werde das Fahrzeug heute vor allem im Fazit am Schluss mit dem Seat Mii vergleichen. Und da schauen wir mal, wer da die Nase vorne hat. Bin doch mal gespannt. Ja, Akkukapazität jetzt rund die Hälfte, wo ich verbraucht habe. Eins drüber habt ihr dann jeweils Power und die Energierückgewinnungsskala, die dann nach oben schlägt, wenn ihr jetzt ja ein höheres Profil fahrt, also wenn ihr bergauf fahren müsst, würde er natürlich die Power erhöhen, weil er eben mehr Energie aufbringen muss, um das Fahrzeug zu bewegen. Genauso dann, wenn ihr bergab fahrt, bekommt ihr Energie zurück oder dann im Bremsvorgang. Und ja, ist also wirklich wunderbar gemacht. Auch die Klarheit des Displays kommt jetzt hier nicht ganz so raus. Da will ich mir auch nochmal entschuldigen bei euch. Das Problem ist, ihr könnt das Lenkrad zu euch ziehen. Ihr könnt es an das Display ranziehen. Ihr könnt es nach oben und nach unten einstellen.
ist aber relativ nah am Display. Das heißt, ich muss die GoPro, habe ich nur relativ schmalen Platz, um das festzumachen. Und da kann doch die eine oder andere Unschärfe entstehen. Dafür, wie gesagt, nochmal Entschuldigung. Ich denke aber, ihr könnt die besten Daten jetzt hier auch die Akkukapazität links, in dem Fall auch die Temperatur und vielleicht die Kilometer und den Verbrauch klar erkennen. Normalmodus, Fahrmodi verwendet nicht den Sport. Ich versuche da immer neutral zu bleiben. Der eine oder andere könnte sicherlich mit der Sporttaste etwas mehr brauchen, weil man dann einfach dynamischer fährt. Dynamik heißt einfach mehr Energie verbrauchen. In dem Fall nehme ich die neutrale Normal, den Fahrmodus, und da fahre ich eigentlich immer bei den Tests. Es gibt ja auch Autos, die einen Eco-Modus dann noch haben und vielleicht noch mal einen zweiten Eco-Modus. Da wird dann die Klimaanlage ausgeschaltet und sonstige Verbräuche. Das hat das Fahrzeug hier nicht. Ja, 42, 41 Kilometer nur noch. Verbrauch 15,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Mittlerweile 142 Kilometer gefahren und Akkukapazität mittlerweile bei 20%. Ja, es wird schon langsam, geht es ans Eingemachte. Temperatur bleibt gleich, 18 Grad, und er hält die Geschwindigkeit schön bei 103, 104. Es variiert immer ein bisschen. Habe ich auch schon besser gesehen. Also er schwankt dann halt doch immer zwischen 100, ihr seht es auch, 2-3 km/h schwankt er da. Also ich habe das schon konstanter gesehen. Oh, jetzt geht's runter. Unter knapp 10%. Er zeigt mir jetzt hier schon orangene Säule an, ganz rechts unten. Und Reichweite Schätzwert nur noch 14 Kilometer. 163 Kilometer gefahren. Und am Schluss des Videos Fazit. Ich werde ein bisschen was über das Auto erzählen. Was hat mir gefallen, nicht so gefallen. Und in ein paar Tagen kommt noch ein zweites Video. Also über den Honda. Da bin ich mit dem anderen dann auf der Autobahn gegen ihn gefahren. Wobei da ging es auch um die Ladeverluste. Aber abonniert den Kanal und dann bleibt es weiter spannend für euch. Mittlerweile ist die Temperatur etwas gefallen. Wir sind bei 16 Grad. Und jetzt geht's an die Schildkröte. Die Schildkröte zeigt euch eigentlich, dass ihr sofort an die Ladesäule fahren müsstet. Ich kenne das Fahrzeug natürlich, man weiß, neue Akkus kann man sehr weit runterfahren bis 1-2%. In dem Fall geht es sogar noch weiter runter. Und für mich ist es jetzt nichts mehr Besonderes. Und im Alltag würde ich euch das nicht empfehlen. Gut, dann denke ich, sind wir gleich soweit durch und dann sehen wir uns gleich mit dem Fazit. So, mein kleines Fazit bei der Verbrauchsfahrt über den Honda e. Erstmal, was gefällt mir richtig gut? Das ganze System im Cockpit, die Monitore, die Schärfe des Monitors, der Stand der Technik weit voraus gegenüber anderen Fahrzeugen. Hier kann das Seat Mii in keiner Weise mithalten. Hier merkt man einfach ein modernes, junges Fahrzeug und dafür auf jeden Fall Daumen hoch. Das hat Honda richtig gut gemacht. Das Fahrzeug ist nicht so agil in den Kurven wie der Mini. Ich bin ja den Mini auch schon gefahren, in elektrisch, und da punktet der Mini mehr. Da ist der Honda etwas schwächer, er ist da etwas schwammiger in den Kurven. Der Abzug ist ordentlich, das gefällt mir richtig gut. In der Sporttaste macht es richtig Spaß, also das passt zu der Größe. Die Ampelstarts gehen schnell voran, auch die Rekuperation mit den 4 Stufen könnte meiner Ansicht nach sogar noch ein bisschen kräftiger sein, aber ansonsten wunderbar, wie ihr das Fahrzeug in der Stadt und über Land bewegen könnt. Wir haben jetzt hier mal den Autobahntest gemacht. Ihr wisst, bei mir zählen immer 3 Kriterien. Das mache ich bei allen Tests. Das ist einmal der Verbrauch, dann die Reichweite, wie weit er kommt mit einem vollen Akku, in dem Fall 100%. Und dann das Ladevideo dann auch noch. Wie schnell kann er überhaupt laden? Ist er denn überhaupt für die Autobahn geeignet? Und ihr wisst, ich mache dann am Schluss auch nochmal eine kleine Schulnote. Dadurch kann man es vielleicht kompakter dann für euch auch zusammenpacken. Und vielleicht mal kurz zum Verbrauch eingehen. Der Verbrauch 15,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer war jetzt in diesem Test. Der ist identisch wie der Seat Mii. Ich werde euch das Video dann auch nochmal verlinken. Das könnt ihr euch auch nochmal anschauen. In der Reichweite bin ich jetzt hier mit 100% Akkukapazität bei 0% angekommen. Ganz unten rechts seht ihr das dann. Habe ich geschafft, 187,4 Kilometer. Ein ordentlicher Wert. Er hat ja jetzt auch netto, meine Recherchen haben ergeben, 28,5 Kilowattstunden.
Nur er ist im Brutto höher angegeben. Da lässt man sicherlich überdurchschnittlich viel Puffer drin. In die Regel machen die anderen Hersteller das nicht. Die geben nur 3 bis 4 Kilowattstunden Puffer. Er geht da höher. Und daher ist er auch in der Reichweite ist er etwas schlechter wie der Mi. Wie gesagt, der Mi hatte an die 200 und er kommt jetzt hier auf 187,4. Ja. Und jetzt geht's ans Ladethema. Ich habe das Fahrzeug ja auch danach dann auch wieder aufgeladen. Der Akku war wohl temperiert. Das mag er dann einfach, wenn er warm ist und man kann den schön runterfahren. In der Regel ziehen die dann auch gleich immer richtig an von der Ladeleistung. Hier ist er auch etwas schwächer wie der Seat Mi. Hier bin ich ein bisschen enttäuscht. Da habe ich mir einfach mehr erhofft, weil dann könnte man doch den einen oder anderen längeren Abschnitt, längere Strecke mal mit dem Fahrzeug bewältigen. Und hier hätte ich mir mehr erhofft von Honda. Hier kann man auch mutiger sein. Der Akku ist zwar kleiner, aber trotzdem hätte man den einen oder anderen kW Ladeleistung mehr reinpacken können. Aber trotzdem, das Auto ist innovativ. Es ist eine sehr kultige Form und er schaut von vorne aus wie hinten. Also wenn ihr hinter dem Fahrzeug herfahrt, denkt ihr, das Fahrzeug kommt auf euch zu, ist fast 3D-mäßig. Meine Frau ist da sehr erschrocken und es ist echt ein Highlight, die Optik. Und Cockpit habe ich ja schon benannt, also wirklich top, da gibt es gar nichts. Und ja, ansonsten Abzug ist gut, Verarbeitung ist auf gutem Niveau. Und wenn ich das jetzt alles mal zusammenzähle und bei mir zählen also hauptsächlich, wie gesagt, Verbrauch, die Reichweite und die Ladeleistung, das sind meine drei Kriterien, die werde ich immer wieder in den Videos testen und dann komme ich auf eine 3-. Ist jetzt nicht besonders gut, aber es finde ich ist fair bewertet und könnt ihr es auch gerne in den Kommentaren unten auch nochmal für euch dann spiegeln, wie ihr den Test seht. Habe ich das richtig benotet? Und ich vergleiche das halt immer mit Fahrzeugen und ist auch mein persönlicher Eindruck, dass er mir für ausreichend ist er mir einfach, ist es mir zu krass, aber so eine 3-, so in dem befriedigenden Bereich bin ich zufrieden. Man kann das sicherlich, das Cockpit dann noch höher werten, das ist aber bei mir, spielt es keine Rolle in meinen Tests, das ist einfach nur optisch schön, aber hat jetzt mit der Reichweite und Verbrauch und der Ladeleistung nichts zu tun, das sollen andere bewerten. Okay, dann denke ich, bin ich soweit mal durch. Ich bedanke mich natürlich, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, meine Reise mitzugehen mit der Elektromobilität. Ich will ja die Elektromobilität nach vorne bringen und ich teste für euch die Fahrzeuge. Wenn ihr mitgehen wollt mit mir, dann abonniert meinen Kanal, gebt mir ein Like, das hilft mir weiter. Und dann sage ich aus dem schönen Bayern, wer noch Ferien hat, schöne Ferien. Und wer wieder arbeiten muss, ja, so ist das Leben. Und dann sage ich, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich sage Servus.